Setz da hin und sei ruhig. Herbert baut, Pen Utzmich und Payback Boy. Präsentiert euch die Spielung. Quatsch, mach an ihren 17 Schelle. So, klickst Daumen nach oben und klickst bis zum Ende, sag ich dir, sonst klatscht es. So, du mach an die Kiste da. Klar, hätte jetzt noch diese Chelsea. Hätte runterkommen können oder Liverpool am besten noch. Na. Aber nee, dann ist es auch jetzt noch, sagen wir mal so, von wahrscheinlich so die stärkste Mannschaft mit. Aber gut, okay, ist in Ordnung. Ich liebe Herausforderungen. Sehr gut. Ich sag einfach mal, haude. Ja. Und bin dann noch leise jetzt. Muss nämlich gewinnen. Ich weiß auch nicht, naja, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum der Toprak in dem Moment der Ballabwehr, warum der stehen bleibt. Und dadurch geht der Ball natürlich genauso schön frei zu De Bruyne und alles ist über den Haufen geworfen und damit wartet. So offen, das ist so krass. Genau. Warum geht denn der andere da nicht? Ach, fick dich doch da. Ach komm schon, ist doch schlecht. Der steht da genau auf dem Ball. Ey, mach ihn doch einfach rein. Sehr gut. Mach, Mach ich denn? Ich spiele aber auch einen Scheiße. Meine Güte, gibt's noch was anderes als flache Bälle drin? War abseits, oder? Ich wollte schon sagen. Ich bin schon gewundert. Na gut, toll. Krass, als ob Dortmund, was ist denn da los? Nein. David Silva mit der Ecke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Vielleicht klappt es jetzt, es gibt eine weitere Ecke. Ecke von Silva. So, ist okay. Paco jetzt. Und Reus. Jetzt eine gute Flanke. Erstmal keine Gefahr. Steht gar kein Ei. Art hier diesen Pass. Keine, hast du keine Chance durchzukommen. Ach komm schon, oh, ist doch Blödsinn, genau wie im Spiel davor, wieder nicht möglich den Ball abzunehmen. Der rennt in der Mitte mit und rennt im letzten Moment, rennt er weg vom Tor. Das verstehe ich nicht. Manche Entscheidungen sind einfach nicht nachvollziehbar. Oder viele, sagen wir mal so. Ach Gott, jetzt bin ich nur noch von der Taste abgerutscht. Gehört.
Na komm, mach doch einfach jetzt bitte. Oh, die dauert mir manchmal einfach zu lang, Alter. Der läuft. Wie läuft denn der? Meine Güte. Kommt schon, ey, bitte. Ist nicht sein Ernst? Was ist das denn? Den Ball dann noch hin und her spielen, ey. Ey. Oh, um Gottes Willen. Lag wahrscheinlich gerade ja nicht an der Mannschaft. Geht halt viel zu einfach. Ah, jeder mal in der Ruf da. Ach echt, Ich hab den alle in der Mitte stehen, drei Leute. Der kommt da ganz unbedingt am Ball. Unglaublich, einfach nur unglaublich. Manuel Akanji. Philipp. Reus. Paco Alcácer. Ach komm schon, also was macht denn Reus da aber auch, ey? Gut, also noch bis zur Halbzeit im Hörbuch. Ein Torvorsprung und noch viel Zeit. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihm Ruhe geben. Christian Pulisic. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Christian? Sehe ich genauso, Wolf. Ja, es ist schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist und trotzdem. Ach du Scheiße. So, nee, ey. Ganz einfach an den Ball gekommen. Sergio Aguero. Aguero. Hier gekommen von David Silva. Ecke von Silva. De Bruyne. Klasse Aktion. Super Kopfball, aber noch besser gehalten. Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ja, da unten, Mann, pass auf. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Oh Gott. Er springt rüber, da hat ihn der Gegenspieler nicht erwischt. No, und genau deswegen ärgert mich das, dass ich nicht schon drei Tore gemacht habe. Genau deswegen. Er hätte schon 5-0 führen müssen. Ja. Er nimmt ihn volle, ein klasse Tor. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Sané. Macht er denn da? Mann, echt. Mondi. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Unaufhaltsam. Sané. Ball an den langen. Ach. Noch die Chance da. Komm schon. Reguläre Spielzeit. Also, du kannst doch nicht sein Ernst sein. Reus jetzt am Ball. Delaney. Das muss der Ausgleich sein. Was fällt denn der da hin? Ja, ey, ich dachte schon, er gibt da 11 Meter, ey. Schon die Herz in die Hose rutscht gerade. Delaney. Och Mann, das kann aber auch nicht sein. Ich spiele aber hier auch eine Scheiße. Gott, ey.
Wahnsinn. Mann, ey, jetzt krieg dich doch mal ein, Robert, voll der Hellseher hier, du. Ich meine, muss, voll nervig. Ich muss mal gegen andere Leute spielen, als man irgendwie. So. Mann, aber das gibt's aber auch nicht. Und Dortmund kriegt aber auch keinen Ball hier an den Mann. Och Mann, ich verstehe nicht, warum der Witzel dann nicht von sich einfach eingreift. Ey, der Ball trudelt an ihm vorbei. Da muss ich erst einen Spieler wechseln, damit überhaupt irgendwas passiert. Oh, der Reus spielt doof wie ein Idiot, ey. Ach Leute, bewegt euch doch mal aus dem Strafraum raus. Ach, Mann, oh. Oh, ey. Krass, der ist so schnell da außen. War da eben aber nicht Sané. Mann, ey. Foul, langsam mal. Und wieder ein Vierpass, krass, einfach nur krass. Steh auf! Ach, weil sich aber auch keiner richtig anbietet. Hä? Das ist voll der Rückpass gewesen. Was? Und unter dir, ne? Ich verstehe das nicht, jedes Mal dasselbe jetzt, wenn man, wenn er hier den Sané anspielt. Ach man, fick dich Sané, was machst du denn? Da sowieso gleich wieder den Ball hier, ey. Boah, der steht aber auch so schlecht, ey. So schlecht. Jetzt kann er die Flanke bringen. Nee, bringt er die nicht. Mann. Mann, ey. Rätsch nicht. Ich denke, warum? Raus, raus, raus. Da passt der Torhüter klasse auf. Paco Alcácer. Klasse Zuspiel. Jetzt weiter. Toprak hat eine 81. Wo hat ein Toprak eine 81, ey? Ja, ist ja gut, der Fahnschwenker-Idiot. Ecke von Silva. Mann, ey. Jetzt schießt der noch. Schade, ich dachte, er geht drin. Nee, leider nicht. Das ist auch ein guter Spieler. Ja, du Fotze. Marco Reus führt aus. Akanji. Ja, komm sehen. Genau ja, deswegen. Er da jetzt? Genau deswegen braucht. Ja, wird vertändelt. Sieg vertändelt. Na, noch ist hier noch Zeit, um mich abzuschießen. Keine Angst. Na, das Blatt wendet sich aber gerade. Die erste Druckphase ist, da jetzt, hätte ich gesagt, zumachen müssen. Das also den Sané kannst du ja eigentlich ja nicht aufhalten. Okay, der läuft rückwärts, der Silber. Meter da. Ja. Das ist unfassbar. Es ist so viel zu, es ist so viel zu simpel, Mann. Unfassbar. Immer dasselbe Ding. Immer in der Mitte drin, in dem der da mitläuft. Aber es ist ja schön, wenn immer einer mitläuft. Unglaublich. Dortmund liegt zurück.
Mittelfeld überbrückt und wieder in der Mitte. Näher, kein Bock mehr drauf. Macht das 4-2 und dann ist gut. Kannst du machen, was du willst. Unfassbar. Der da schon wieder. Und die Uhr, also das Ding hier sollte klar sein. Klasse Zuspiel. Ilkay Gündoğan. Er schießt. Noch ein Eckball. Ecke von Silva. Stones. Oh Gott. Super rausgeholt. Immer in die Arme vom Torwart. Immer wieder. 8 Minuten jetzt noch. Ja, bin so, ich dumm, ey. Kein Problem, er holt sich den Ball. Sei. Paco Alcácer, da ärgern sie sich. Ballverlust. Gündoğan am Ball. Walker. Super Pass. Sterling. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht, kein Foul. Gündoğan am Ball. Und nun Sterling. Flanke bleibt hängen. Boah. Gute Chance eigentlich, aber dann doch zu hoch angesetzt. Überzeugt heute als Passgeber. Sané.